Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. Wir sind bei Aufgaben, die euch das Abi-Niveau vor allem in Baden-Württemberg ein bisschen zeigen sollen, von Pflichtaufgaben. Und zwar geht es hier um das grafische Verständnis von Funktionen. Hier haben wir eine Aufgabe, wir haben eine Funktion vorgegeben, f von x ist x Quadrat mal e hoch x. Und wir sollen diese vier Schaubilder einfach zuordnen, und zwar die Funktion f von x selbst, f' als die erste Ableitung, eine beliebige Stammfunktion und einfach g von x ist gleich 1 durch f von x. Nun schauen wir uns einfach die Funktionen nacheinander an und versuchen mal auszuschließen, welche Funktionen denn eigentlich gar nicht gehen. Was fällt uns bei so einer Funktion auf? X² mal e hoch x. Es ist immer recht einfach, wenn man sich einfach in solchen Fällen Zahlen einsetzt, die man ganz leicht berechnen kann, zum Beispiel 0. E hoch 0 ist zwar 1, aber mal 0 gibt es natürlich 0. Das heißt, unsere Funktion f geht auf jeden Fall durch den Punkt 0, 0. Das wäre hier der Fall. Hier wäre es nicht der Fall. Hier wäre es auch nicht der Fall. Hier wäre es der Fall. Das heißt, wir wissen, das hier oder das hier könnte f sein. Die Ansatzwahl fallen schon komplett raus. So können wir natürlich auch ein bisschen versuchen weiterzugehen und einfach mal ein bisschen in die Graphen reinschreiben, was wären eigentlich für Möglichkeiten. Schauen wir uns f' von x an, die Ableitung der Funktion, die können wir einfach schnell berechnen. F' von x. Das ist ein Produkt, wir brauchen also die Produktregel. Zuerst x² ableiten mal e hoch x nicht abgeleitet plus x² nicht abgeleitet mal e hoch x abgeleitet, was das gleiche bleibt. Auch hier können wir einfach wieder mal die 0 einsetzen und gucken, was passiert. Naja, hier steht 0 mal etwas und hier steht 0 mal etwas, das heißt, auch hier kommt 0 raus. Das heißt, auch dieser Graph muss irgendwie f' sein oder hier drüben. Die anderen beiden fallen einfach schon direkt raus, da wir nicht durch 0, 0 gehen. Nun, wenn das und das f und f' sein müssen, heißt es, wir müssen zwischen diesen beiden generell entscheiden. Schauen wir uns einfach eine Funktion an und überlegen uns, was bedeutet das eigentlich für den Graphen der Ableitung. Wir nehmen jetzt einfach mal an, das hier vorne sei f. Dann überlegen wir uns, was müsste dann eigentlich bei der Funktion f' passieren? Was müsste für den Graphen gelten? Nun, Hoch- und Tiefpunkte, also Extrempunkte einer Funktion, sind Nullstellen der Ableitung. So, gucken wir uns das mal hier an. Minus 2 und 0 sind hier drüben Extrempunkte. Und hier sind es gerade Nullstellen. Das heißt, wenn das die Funktion wäre, könnte das die Ableitung sein. Umgekehrt ist das nämlich nicht möglich. Ihr seht hier unten bei minus 1 haben wir hier einen Extrempunkt, aber hier haben wir bei minus 1 keine Nullstelle. Das heißt, das hier ist f, und hier drüben haben wir f'. Nun geht es noch darum, die anderen zwei Funktionen, die Stammfunktion und die Funktion g, zuzuordnen. Eine Stammfunktion zu finden ist immer recht schwer. Auch wenn wir jetzt einfach f haben könnten, davon das Integral durchziehen könnten, so etwas ist oftmals leichter. Denn schaut mal her, wir wissen, wir haben eine Nullstelle bei der Funktion. Ich kann nicht durch 0 teilen. Das heißt, was habe ich hier? 1 durch 0 im Prinzip, da ist eine Polstelle. Schauen wir uns die zwei Graphen an. Bei 0 hat nur eine Funktion eine Polstelle. Das ist die hier. Somit wissen wir, das ist die Funktion g. Nun, wir haben 3 von 4 Bildchen zugeordnet, Schaubildchen. Dann ist logischerweise das hier die Stammfunktion. Kann man natürlich auch argumentieren, man guckt sich das Ding da an. Das hier abgeleitet muss wieder drüben diese Funktion ergeben. Und das stimmt ja. Hier haben wir einen Zattelpunkt. Zattelpunkt heißt, da hat die Funktion, die Ableitung dieser Funktion, die Ableitung von der Stammfunktion ist ja die Funktion f. Und die Ableitung dieser Funktion müsste beim Zattelpunkt eine doppelte Nullstelle haben. Haben wir hier. Also auch das können wir so rum argumentieren. Solche Aufgaben tragen sehr gut zum Verständnis von Funktionen bei. Guckt euch weiter solche Dinge an. Das ist sehr, sehr wichtig, damit ihr Mathematik wirklich versteht. Und schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, www.lyrella.de. Besucht uns auf Facebook und bleibt uns gewogen.